das hier sind 10.750 Euro. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere glänzende Augen bekommen. Wenn ich Ihnen erkläre, dass dieses Kilo Gold im Jahr 2004 hierfür gekauft werden konnte und dass Sie für dieses Kilo Gold nun 60.000 Euro, die man kaum mehr mit einer Hand halten kann, bezahlen müssen, dann verstehen Sie, was Inflation ist. Das hat seine Kaufkraft erhalten und das hier hat seine Kaufkraft verloren. Der Euro hat gegenüber dem Gold nämlich seit der Euro-Einführung über 90% im Wert verloren. Eine unvorstellbar große Zahl. Und das, was man heute noch bekommen würde zum Goldpreis von damals, wäre nicht einmal dieser 250 Gramm Goldbarren, der mittlerweile auch schon über 14.000 Euro liegt. Um diese Zahlen und diese Beispiele einmal vor Augen zu führen, war es mir wichtig, das Ganze zu visualisieren. Denn unsere Medien und unsere Politik sind große Meister darin, uns glaubhaft zu machen, dass es doch lange nicht so schlimm ist, was um uns herum passiert. Denn die Medien und auch die Politik wollen uns allen erklären, dass alles in Ordnung sei, was es beim besten Willen nicht ist, sondern wir werden eine zweite große Inflationswelle sehen und wir werden die verheerenden Folgen sehen für breite Teile der deutschen Bevölkerung. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und heute möchte ich Ihnen zeigen, warum das hier wirklich mehr Kaufkraft und Sicherheit bietet als dieser Batzen Geld. Auf den wichtigsten Sponsor haben die selbsternannten Tugendwächter und Systemmedien wie ARD, ZDF und die glattgebügelte Presse keinerlei Chance mehr zu verzichten. Das ist auch der Grund, warum Sie in diesen Systemmedien nur systemische Informationen bekommen und nicht die Gegenseite und die kritische Seite. Gott sei Dank kochen immer mehr Alternativmedien hoch, die den Menschen zeigen, wie der Hase wirklich läuft. In den Schlagzeilen der deutschen Wirtschaftsnachrichten, wie ich sie hier einmal zeigen möchte, hat der Ex-Bundesbankchef Axel Weber einmal die Wahrheit sagen dürfen. Und zwar sagte er, dass die Inflation noch lange nicht besiegt sei. Diesen Satz dürfte man in Berlin nicht ungestraft loswerden. Hier können Sie ganz sicher sein. Da würden schneller die Sessel im Bundestag wackeln, als einem lieb wäre. Denn Axel Weber sprach das Unsagbare aus, wovor ich hier seit Monaten, gar seit Jahren auf diesem YouTube-Kanal spreche. Nämlich die Gelddruckorgien der Pandemie zeigen nun ihr wahres Gesicht, nachdem wir im letzten Jahr mit fast 10% Inflation in diesem Jahr wieder eine leicht rückläufige Inflation sehen und die Menschen das Gefühl haben, dass alles in Ordnung ist, wo aber die Wirtschaft abgewürgt wird, sollten wir hinschauen, was die Wahrheit ist. Denn Herr Weber sagte, die Führung der Zentralbank hätte bei der Erstellung ihrer Inflationsprognosen auf komplexe Modelle vertraut, die in der Praxis nicht funktionieren. Wie auch im Wirtschaftsunterricht gibt es eben den Homo economicus und es gibt den praxisnahen Menschen, der sich in einer Realwirtschaft befindet, in der eben nicht alle Bedingungen wie in einer künstlich erzeugten Wirtschaft und einem Modell funktionieren. Das ist leider das Problem, warum wir heute dort stehen, wo wir stehen und warum wir in einigen Jahren noch viel schlechter dastehen werden. Denn die EZB-Führungsspitze rund um Christine Lagarde lag leider wieder einmal völlig falsch und hat die Menschen in einem falschen Glauben gelassen. Man hätte sich dort scheinbar laut Herrn Weber auf zu komplexe Modelle verlassen, doch in der Realität wurde man dann von diesen Modellen verlassen. Menschen wie Professor Dr. Max Otte, die ebenfalls schon lange davor waren, werden nicht mehr gehört, weil man sie mit einem Stempel versehen hat, der sie unglaubhaft machen soll, der sie unglaubwürdig machen soll, genau wie man es mit uns versucht. Daher habe ich Professor Dr. Max Otte eingeladen, gemeinsam mit Ihnen am 26. Oktober um 19 Uhr ein Event zu veranstalten, in dem er Ihnen seine Sicht der Dinge erklären kann, völlig unzensiert. Und Sie haben dort die Chance, Herrn Otte und mir Ihre Fragen zu stellen. Wir werden dort in einem kostenlosen Live-Webinar erklären, worauf es zu achten gilt und wie Sie sich finanziell am besten positionieren und absichern. Wenn Sie sich einen der limitierten Plätze sichern möchten, unter diesem Video finden Sie einen Platz. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Herr Otte wird das Beste geben, Ihnen die tiefen Einblicke hinter die Kulissen dieses Systems zu schenken. Und wo die EZB im letzten Jahr bereits die erste große Inflationswelle nicht kommen sah oder anders gesagt massiv unterschätzt hat, sehen wir nun die Konsequenzen aus dieser miserablen, unvoraussichtigen Geldpolitik. Denn die Folgen sind übel für uns alle, wie es Herr Weber, der ehemalige Notenbankchef, konkret sagte. Er sagt, die Inflation ist viel deutlicher und hartnäckiger gestiegen, als die Politiker der Ampel und der EZB zugeben. Doch sie verschweigen uns noch viel mehr, denn der Euro kämpft gegen massive Fehlanreize in der Finanzpolitik,
indem man nämlich dort Geld druckt, also frisches Geld schöpft, ohne Gegenwert, wo man eigentlich Geld aus dem System saugen müsste. Indem man dort Unternehmen rettet, wo sie eigentlich pleite gehen sollten, dort werden Fehlanreize geschaffen, die zu einer Verzerrung führen, die verspätet die Bombe viel größer werden lassen, als es sie im ersten Moment wäre. Wie es einst Wolfgang Krupp sagte, dass man die Probleme direkt beim Schopf packen soll, solange sie noch klein sind und nicht erst, wenn sie groß geworden sind, hat unsere Politik mit ihrer Aufschieberitis genau dieses Problem immer größer und größer gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht, aber jeder Fehler fängt klein an. Und wer den Fehler erkennt und ihn nicht sofort ändert, hat ja keinen Fehler gemacht. Und deshalb sage ich, wer zu mir sagt, der hätte ein großes Problem, ist ein Versager. Denn jedes große Problem war klein. Und wenn er es als kleines gelöst hätte, hätte er kein großes. Und genau davor warnt jetzt sogar der ehemalige Chefvolkswirt der Bundesbank, Jürgen Stark. Schauen Sie selbst, was er sagte. Um die innere Stabilität des Euros ist es nicht gut bestellt. Wir erleben gerade im Euroraum einen Inflationsschock, der noch eine Weile anhalten wird. Noch eine Weile anhalten wird. Gut hinhören. Sorgen bereiten auch die zum Teil sehr hohen öffentlichen Schuldenstände in einigen Euro-Ländern, die jetzt in Zeiten wieder steigender Zinsen zum Tragen kommen. Etwas, was die EZB scheinbar vergessen hat, denn da gibt es noch die besorgniserregenden Südstaaten, die auf riesigen Schuldenbergen sitzen, die nun immer größer werden, weil die Zinsen gestiegen sind. Wenn es also um die Stabilität des Euros nicht gut bestellt ist, was tut unsere Regierung, was tun die Zentralbanken, um diese Probleme der Instabilität des Euros zu lösen? Und warum ist der Euro in Gefahr? Genau das wird auch in diesem Artikel beantwortet, weil die Staaten hoch verschuldet sind und die Zentralbanken bis zu 30% dieser Schulden in ihren Bilanzen tragen. Genau hier stecken die versteckten Bomben, die zeitnah hochgehen werden und die plötzlich jeder kommen sieht, wo sie doch schon lange zu sehen waren. Denn all das liegt an den Staatsanleihen, die aufgekauft werden mussten, um die Staaten zu entschulden. Und nun bei steigendem Zinsniveau werden genau diese Bomben platzen. Die Bundesbank selbst saß auf einer ähnlichen Bombe, nämlich einer 650-Milliarden-Bombe. Denn mit den faulen Anleihen oder zumindest mit den schlechten Anleihen, die deutlich niedriger verzinst sind, als man es heute für diese Anleihen tut. Also die Zinsen, die heute deutlich höher liegen, sorgen dafür, dass keiner mehr diese Ramschpapiere und die einst sichersten Wertpapiere der Welt haben möchte. Das ist es, was Verluste erzeugt und das ist es, was man uns verschweigt. Spannend dabei auch, dass die Bundesbank selbst einer der größten Goldbesitzer der Welt ist und die Zentralbanken die größten Goldkäufer der Welt. Wo man uns also glaubhaft machen möchte, dass diese Bündel Geld hier das sind, woran wir vertrauen sollten, kauft man selbst also dieses wunderbar glänzende Gold, das seit 6000 Jahren seine Kaufkraft behält. Denn wegen der gestiegenen Zinsen und der schlecht bewerteten Anleihen in den Portfolios war man nun gezwungen, diese Verluste zu realisieren. Und glauben Sie mir, es sind immer noch nicht alle Anleihenverluste realisiert. Die Bomben werden tagtäglich mit jedem gestiegenen Zinspunkt der Leitzinsen größer. Die Zentralbanken müssen nunmehr sogar ins Eigenkapital greifen. Eine alarmierende Handlung, wie ich finde. Denn eine Zentralbank sollte doch für die Geldstabilität und nicht für die Instabilität einer Währung sorgen. Das ist eine ihrer zwei Kernaufgaben neben der Erhaltung des Zinsziels, was man schon lange verfehlt hat. Doch wofür man diese Zentralbank eigentlich braucht, diese Frage stellt wohl keiner. Stattdessen werden die Zentralbanken rekapitalisiert, ein Fachbegriff, der nichts anderes heißt, als dass Sie und ich, die Steuerzahler, diese Zeche für dieses Fehlverhalten bezahlen müssen. Oder wie es Herr Krupp sagen würde, dass man endlich mal wieder Menschen zur Rechenschaft zieht und in die Haftung nimmt. Denn das ist das Problem, warum diese Banker und diese Politiker tun, was sie tun und nicht das tun, was sie uns versprechen. Denn der Staat sind wir alle. Jürgen Starks trockener Kommentar zum Schluss, dann merkt auch der Letzte, dass etwas richtig falsch gelaufen ist. Und Sie erinnern sich an diesen immer wertloser werdenden Papierbündel und dieses Stück Gold, das seit 6000 Jahren seine Kaufkraft behält. Mit Professor Dr. Max Otte werde ich am 26. Oktober um 19 Uhr knallhart und unzensiert darüber sprechen. Ich lade Sie recht herzlich ein, sich einen der limitierten Plätze zu sichern. Zum letzten Interview mit Herrn Otte und mir geht's hier. Dort erklärt er, warum das Kartenhaus zusammenfällt. Schreiben Sie mal in die Kommentare, worin Sie mehr Vertrauen haben, in das oder in das.